Operation Wolf Epos startet jetzt. Science 5 haben bestätigten Aufenthaltsort der VIP. Zum Treffpunkt vorrücken. Eliminieren Sie alle Feinde. Okay. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir hier vorne dran kommen, den Hoshi rausholen und dann da hinten hin zum Extraktionspunkt hinkriegen. Na super. Gut. Dann würde ich sagen, packen wir mal die Sache an. Die Frage ist nur, was, wie und wohin. Geht schon gut los. Scanning. Hier hinten haben wir Zivilisten. Okay, da sollten wir also auch nicht unbedingt gerade hingehen, sonst fallen wir auch auf. On my way. Wir haben 12 Runden Zeit insgesamt. Schon mal gut zu wissen. Got it covered. Okay, nur allerdings weiß ich jetzt nicht, was ich mit dir machen soll. Komm. Lecker. Erstmal nach vorne hin. Und jetzt heißt es Daumen drücken. Okay, wir haben da hinten noch zwei Leute. Wie kommen wir da jetzt am ungünstigsten vorbei? Eigentlich gar nicht. Wir müssten zusehen, dass wir hier praktisch direkt herrennen. Und zwar hier vorne her. Obwohl sie natürlich uns überhaupt nicht sehen wird. Sie guckt nur in diese Richtung, aber ist egal. Sie würde uns nicht bemerken. Okay. Das wäre sogar möglich. Go, go, go. Wurde ein Glück nicht bemerkt. So ein Zufall aber auch. Okay, hier könnten wir uns praktisch verstecken. Time to motor. Das ist knapp direkt an der Grenze, was nicht gerade sehr schön ist, aber... Es hat funktioniert. Hier könnten wir uns da vorne hinstellen. Vielleicht schaffen wir es ja auch unentdeckt zu bleiben. Nochmal zwei. Okay, wir hätten jetzt auf jeden Fall eine Möglichkeit, schon mal direkt hinten hin zum Bulli zu kommen. Dich müssen wir umplatzieren. Ansonsten hast du nämlich gleich ein Problem. Gut, das heißt, du gehst zuerst. Du gehst nämlich dann, ja, hier vorne direkt, ist es ohne Deckung, ist es ziemlich scheiße. Also gehst du mal hier hin. Vorerst mal. Hostiles making the rounds. Oh, fuck. Dann hier vorne hin. Hier hast du wenigstens noch ein bisschen Deckung. Okay. Du rennst erstmal nach vorne her. Ist immer noch unentdeckt. Du kannst theoretisch gesehen nach vorne erstmal bleiben. Oder aber du gehst direkt dahin. Wäre natürlich auch eine Alternative. Und solltest dann auch noch unentdeckt sein. Suchen was. In der Hoffnung, es bleibt so.
Andernfalls sieht das nämlich gleich ein bisschen doof aus und du kannst dich hier vorne versuchen zu verstecken. Schaut. Und du bleibst erstmal auf Feuerschutz. Oh oh! Scheiße! Fuck! Allez, on se reprend. Na super, und er hat Verstärkung gerufen. Okay, wir haben jetzt ein kleines Problem. Aber auch nur ein ganz kleines Problem, das sich da nennt, alles ist scheiße. 46%, 29, 28, 27. Versuchen wir erstmal, ihr hier den Rücken frei zu halten. Toll! War ja klar! Überspringen wir erstmal. Du müsstest dich umsetzen. Genauso auch wie er. Er kann aber hier hinten hingehen oder auch nicht. Er kann hier hingehen. Oder sie kann da hingehen. Und hat damit auf jeden Fall ihn in einer sehr guten Feuerposition. Hau ihn raus. Oh Mann, seid ihr alle total besoffen? Nimm die Sonnenbrille ab. Das ist natürlich extrem super, weil überall, wo ich mich hinsetze, ist es scheißegal. Ich bin überall auf jeden Fall nicht in Deckung. Das ist mehr als unzufriedenstellend. Ich könnte... Ich habe keinen Plan. Ich habe nur noch diese beiden Leute jetzt im Moment, um mich einigermaßen gut aufzustellen. Und bei beiden ist es extrem scheiße. Ich müsste zusehen. Dass ich mich eigentlich wieder zurückziehe. Es sei denn. Das ist eine Alternative. Ich könnte hier hingehen oder auch nicht. Ich könnte aber auch da hingehen. Versuchen den Kerl dann aus dem Nahkampf dann oder im Nahkampf Platz zu machen. Was auch. Es ist grob wie gesprungen. Es ist alles scheiße. Ich hänge jetzt hier komplett in der Zwickmühle. Ich kann mich nur entscheiden, auf welche, von welcher Seite ich einen dermaßen jetzt tierisch auf den Arsch kriege. Okay, gut, das heißt, wir machen das so. Es ist selbstmörderisch, aber im Moment sehe ich keine andere Alternative. Moving to designated position. Auch wenn es Selbstmord ist, oder Selbstmord sein kann. Okay, einer schon mal raus. Eine Taube. Befördert. Jawohl, sehr schön. Oder Beförderung freigespielt. Das heißt, ich kann mich jetzt nämlich hier ohne Probleme hinstellen. Roger that. Oh Mann! Okay, was passiert? Er zieht sich noch weiter zurück, eine Person ist flankiert. Aua! Wenn du schon in Panik gerätst, dann erschieß ihn wenigstens!
Wohin schießt du? Oh. Nächste flankiert. Komm, Holzen weg! Noch nö! The VIP is secure and we're on the move. Oh, wie schön! Das ist natürlich toll. Status bestätigt, VIP im Schlepptau. Zum Evakuierungspunkt vorrücken. Nein, 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 nein! Oh. I'm all right. Okay, zwei Leute sind in Panik und da hinten kommt auf jeden Fall Verstärkung. Minus 1-5, wir haben einen feindlichen Transporter geortet, der auf dem Weg zu ihrer Position ist. Minus 1-5, Vorsicht, feindliche Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Firebrand bleibt nur ein kleines Zeitfenster für die Extraktion. Okay, gut. Wie ich das jetzt am besten hinkriege, weiß ich noch nicht. Muss versuchen, jetzt die Geisel irgendwie da rauszukriegen, aber vorher muss ich auch erstmal versuchen, hier einigermaßen wieder klarzukommen in meinem Leben. Scheiße, verdammt. Ich könnte versuchen... Komm, Jimmy. Nicht du. Nein, auch nicht der. Der da. Versuch's. Toll. It's still moving. Das habe ich gesehen. Ich könnte... I'm on the move. Flankiert. Nice! Okay. Komm, du erstmal da hinten raus. Genau, spring durch die geschlossene Tür. Hauptsache, du bringst deinen Arsch erstmal in Sicherheit. Okay, da sind die nächsten drei. Jetzt wird's interessant. Ja, das war so klar. Das ist nicht gut. So, sind meine Leute aus der Panik? Jawohl, Panik entfernt, sehr schön. Jetzt heißt es nämlich, diesen Kerl versuchen auszuschalten. Das ist die erste Alternative. Dafür ab nach vorne wieder. Sachschaltung. 81%, 67, 65, 46, 41, jetzt wird es langsam voll hier. 41 ist ein bisschen doof. Also nehmen wir 81, komm, wir hauen den erstmal aus dem Leben. Hat sich schon mal eine Beförderung verdient, das ist schon mal etwas. Was machen wir mit dir? Könntest auf ihn schießen mit 81%.
oder auf den da hinten schießen mit 25. Das bringt natürlich beides irgendwie ziemlich wenig. Gucken wir erstmal weiter. Was haben wir denn hier noch? Sie ist auf jeden Fall in einer ziemlich dämlichen Situation. Könnten höchstens eine Splittergranate abfeuern. Feuert eine Splittergranate in einen Zielbereich. Zerfetzt Rüstung. Versuchen wir es. 3 bis 4 Schaden. Das würde den aber immer noch nicht killen. Und sie müssen wir da erstmal wegkriegen. Das heißt, wir versuchen erstmal da hinten hin mit ihr. Okay, sie kann hier hin. Gehen wir mal auf Sicherheit. Das heißt, wir müssen zusehen. 81%. 26 bringt uns nichts. Also nehmen wir ihn. Wenn wir ihn noch ein zweites Mal töten. Oder ein drittes Mal. Scheißegal. Hauptsache er stirbt. Ab nach hinten. ...94 oder 36. Gehen wir erst nochmal zurück. Hauen wir den jetzt hier erstmal versuchen, den aus dem Leben zu husten. Aber das machen wir dann etwas anders. Ab nach vorne. Und jetzt hauen wir ihn raus. Tschüss. Ich weiß. Komm. Hau drauf. Oh, Mädel. Adjusting aim. No rounds. Noch 7 Runden. Wow. Okay, wie stellen wir das denn jetzt am ungünstigsten an? Wir haben hier eine Chance von 28% und eine Chance von 25%. Beides ist relativ wenig. Er hat eine Granate. Damit kriegen wir das Teil da hinten weg. Das bringt uns aber auch nicht viel weiter. Wir müssten eigentlich ein paar Schritte weiter vorne sein und dann die Granate werfen. Das wäre weitaus geiler. Das Problem ist, dass der dafür im Weg ist. Okay, gut. Das heißt, wir müssen zusehen, dass wir irgendwie weiter nach vorne kommen. Und das Dumme ist, sie ist noch da hinten. Und ich müsste zusehen, dass ich sie da eigentlich wegkriege. Okay. Erstens, weiter nach vorne. Hack! ...46%, 38%, 27% und 46%. Oder ich entscheide mich auf die sichere Variante und hau dem nicht nur Schaden rein, sondern spreng den auch einfach mal da vorne seine Deckung weg. Sehr schön. Julian, deine Chance. Sturmgewehr 84%. Hau ihn raus! Perfekt! Target neutralized.
Weapons empty, can't engage. Okay, das heißt jetzt hier ab nach vorne. Oh fuck, ey. Halt's Maul! Scheiße! So, jetzt muss ich versuchen, erstmal die Geisel, oder eher gesagt, die VIP wieder zurückzuziehen. Bevor die jetzt noch irgendwie anfängt, Schaden zu kriegen. Das wäre nämlich extrem dämlich. Komm, ab nach hinten. Zumindest kann sie sich jetzt frei bewegen. Und sie kann sich jetzt, keine Ahnung... Waffe nachladen. Ja. Ist natürlich toll, wenn ihr alle durchdreht. Das bringt ja jetzt auch so dermaßen viel. Ah, fuck. Zwei Leute sind komplett durchgeknallt. Sie kann jetzt höchstens nochmal versuchen, nach vorne zu rennen. Hat dann vielleicht dann nochmal eine Chance. Genau, renn einfach durchs Gebäude. Das ist ja, oder renn auch nicht durchs Gebäude. Auf jeden Fall ist es schon mal ein Schutz. So, Keule, was kannst du machen? Kannst du dich überhaupt noch hier irgendwo mal in Deckung bringen? Eigentlich nicht. Das Einzige, was du machen kannst, du kannst höchstens hier mal mit einer Granate hochjagen. Viel Spaß damit! Das ist nicht gut, die wollen die Geisel haben. Okay, das, was du machen kannst. Nee, die sind jetzt ja da hinten beide auf Overwatch. Kannst einen Schritt weiter gehen. Und ich müsste nachladen. Toll. Aber ich habe ja noch meinen Granatwerfer. Nehmen wir einfach mal den. Tschüss. Einer schon mal raus. Wieso ist da geschützt und auf der anderen Seite nicht? Ich möchte es gar nicht erst wissen. Okay, das Dumme ist, ich muss bei jedem nachladen. Komm. Lad nach. Let's rock. Und sie steht da jetzt komplett ohne Schutz. Und... Ah, scheiße! Menace 1-5, Status bestätigt, VIP ausgeschaltet. Ja, ich weiß, doof gelaufen. Ready to engage. Understood, moving out.
Ich will das Ding wenigstens noch mitnehmen. Object secure. Nicht gut. Menace 1-5, feindliche Abfangjäger nähern sich mit hoher Geschwindigkeit. Ihr Evakuierungsfenster schließt sich. Ja, das ist mir bekannt. Aber im Moment habe ich auch nicht viele Alternativen. Moment. Throwing grenade. Das ist besser als nix. Jetzt sollte er eigentlich ohne Probleme nach vorne kommen. Hoffentlich. Oh nö, noch einer. Oh fuck. Versuch's. Okay, gut. Besser als nichts. Das heißt, wir haben nur noch einen übrig. Versuchen was. Toll, keine Ziele verfügbar. Dann Feuerschutz. Oh oh. Ist klar. Okay, der ist also reanimiert worden. Das heißt, wir müssen jetzt zusehen, dass wir es anders geregelt kriegen. Schaffen wir es, den Kerl jetzt innerhalb einer Runde auszuschalten? Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann es probieren. Indem ich ihn jetzt erstmal von hier aus flankiere. Oder auch nicht. Wir haben hier 72% und hier haben wir 46%. Scheiß drauf. Sehr schön. Toll, sie kann aber nichts machen. Er kann nur was machen. Ich bin nur am Überlegen. Ich könnte ihn auch theoretisch gesehen hier hinziehen. That's affirmative. Hab ihn dadurch flankiert. Hau ihn raus aus dem Leben. Nein! Das ist extrem cremig. Sie hat nämlich keinen Schuss mehr im Magazin. Das heißt, sie muss erst nachladen. Back online. Hau ihn raus! Oh Mann, wenn ihr schon durchdreht, warum könnt ihr das nicht mal treffen? Ach, als Maul! Was? Willst du mich verarschen? Minus 1,5, die Zeit läuft noch an zum Evakuierungspunkt, sofort! Ja! Toll. Das bringt mir nichts.
Wo ist der blöde Hoshi? Der steht da oben drauf. Das heißt, ich müsste jetzt versuchen... Scheiß drauf, ich mach das so. Panik ist entfernt. Okay. Got it. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Abfangjäger sind in 30 Sekunden in Schlagreichweite. Firebrand, nichts wie raus da. Avenger, alle X-Com-Agenten sind tot oder werden vermisst. Firebrand kehrt zur Basis zurück. Oh, fuck. Operation Wolf-Epos kann damit als komplett gescheitert abgeschlossen werden. Es ist keiner zurückgekommen. Ah, schöne Scheiße. Ja, Einsatz ist gescheitert. Ich glaube, die Statistiken können wir uns in diesem Fall sparen. Weil keiner von denen wird zurückkommen. Das wird jetzt natürlich sehr interessant werden, weil Geld habe ich im Moment keins mehr. Leute habe ich auch keine mehr, weil alle entweder verwundet sind oder tot. Und das direkt zum Anfang. Oh, scheiße, nein. Das läuft echt super. Das läuft sowas von super im Moment.